Bam, Leute! Herzlich willkommen zurück zu Paper Mario. Die Legende vom Eontor. Warte mal kurz, Moment. Ich hydriere mich ganz kurz in dieser Hitze. Sollte die auch machen. Definitiv keine... Ich wollte gerade sagen, definitiv keine Ausrede, um auf den Drop zu warten. Aber nee, Nintendo, mach mir einen Strich durch die Rechnung. Gut, gibt's heute keinen Drop. Kannst du... Ja, nee... Na, jetzt bin ich pissy. Aber kopieren würde ich schon gerne. So. Wir warten nicht auf den Drop. Jetzt, wir beginnen. So. Letztes Mal haben wir ganz viel abgehakt. Ganz viel Sidequesting-Zeugs. Ihr seht, neue Partnerin. Die gute Nagerine. Die uns, offscreen jetzt schon ein paar Sachen erschnüffelt hat, denn wir haben, das ist Audiothek, ja, ne, das sind die Insignien, ne, die habe ich ja eh schon, wobei Insignien haben wir am letzten Part auch noch bekommen, aber ich habe hier überall, außer in Kapitel 1, die Sternsplitter gesammelt. Kapitel 1 habe ich noch nicht gesammelt, weil da muss ich eh nochmal zurück, irgendwann später. Von daher, das habe ich jetzt noch ausgelassen. Und Rohlingen können wir eh noch nicht alles machen. So, aber sonst sind wir tipptopp. Wir haben noch ganz viele Rezepte gekocht. Also, guckt euch das an. Ist ja schon fast voll. Meine Güte. Shish. Was ich noch gesehen habe. Ich habe noch ein paar Sachen gesehen. Warte mal, ich muss auch nochmal auf meine schlaue Liste gucken. Ah ja, genau. Mhm. Genau, wir haben noch einen neuen Bub gesehen, den es im Original nicht gab, der dieses Quiz gemacht hat. Da will ich irgendwann nochmal zurückgehen. Ich weiß nicht, ob man dann nach einem Kapitel nochmal zurückgehen muss oder so. Aber irgendwann werden wir den nochmal besuchen, um zu gucken, ob es da noch mehr gibt. Soll ich mir ein Pilz? Nee, ich hole mir, vielleicht haben wir ja was gewonnen. Ich guck trotzdem mal nach. Komm. Komm schon. Alge! Das ist eine, oder? Ah, der dritte. Oh, einfach so ein Ultrapilzchen, nehme ich. Danke dir, mein Brie. Ja, das war Alge. Ich will nochmal kurz ins Casino, weil ich habe hier ein bisschen gefarmt. Und der Grund, warum ich es gefarmt habe, ist... Guckt euch das mal an. Naja, die Prinzessin kann warten. Premium-Tausch. Was es hier gibt. Ich weiß nicht, ob das im Original auch schon so war. Ich war gar nicht so oft in der Spielhalle. Von daher wüsste ich jetzt gar nicht, ob das auch so war. Aber ich meinte, man konnte da nicht so viel kaufen. Aber wir können sogar beide Plus-Orden kaufen. Bin ich mir jetzt nicht sicher, ob ich das überhaupt machen will. Also zumindest der KP-Plus-Orden. Ich glaube, ich... Also auch beide? Es ist ein bisschen cheaten, oder? So ein bisschen, oder? Ist ein bisschen cheaten. Glaube ich. Ich würde es erstmal so machen, dass wir die nicht kaufen. Es wird mir später gegen Ende in den Arsch beißen, wenn ich mit 20 KP da andackel. Also. Und 10. Oder 15 Blumenpunkte. Aber gut. Aber wir haben hier auch zum Beispiel noch den Powerhauer und der stackt sich halt. Versteht ihr? Der stackt sich. Und ich glaube, den kann ich unendlich hier kaufen. Ja, ich habe ja das Geld, oder? Also ich habe den Papierpiloten das Game da gefarmt, wie auch immer das heißt. Ist halt easy money. Fliegst halt 10 Sekunden durch die Luft und kriegst 30 Münzen oder so. Also die anderen Games sind alle scheiße. Also das andere Game, das wir haben. Ja, Mario Marathon geht viel zu lang. Aber der Paper Pilot, ja genau. Also ja, da habe ich offscreen ein bisschen gefarmt und vielleicht gibt es ja noch mehr Orden. Ich weiß nicht, waren wir im Ordenshop schon im letzten Part? Ich weiß nicht. Ich gucke noch mal kurz nach, bevor wir weitermachen. Und bevor wir überhaupt dahin gehen, möchte ich jetzt meine Orden anziehen. Sagen wir mal kurz. Hier, gucke mal. Weiß ich, habe ich die Orden schon gezeigt? Auf jeden Fall, ich habe mir ein paar Orden noch gekauft, glaube ich, beim fahrenden Händler. Aber
nichts Besonderes. Ich habe sogar 3 Ordenpunkte. Ja, dann Undermit. Habe ich irgendwas... Was war Blüten Plus nochmal? Ach so, bei Schaden. Ne? Glück gehabt wäre was Geiles. Aber da bräuchte ich noch einen. Aber die Sparblüte wäre jetzt auch geil mit dem Power Hour, weil der Power Hour kostet auch mehr. Weiß ich, wie viel mehr? Ich glaube, 2 BP pro Orden kostet er mehr. Ich habe den Elektriker, stimmt. Den brauche ich jetzt eigentlich nicht mehr. Jetzt, wo ich nicht mehr im Duellkerker bin. Nehme ich den raus. Nehme mir noch eine Sparblüte. Und... Irgendwas für 1? Achso, ja, den Eisschlag, stimmt. Wir kommen ja jetzt... dann brauche ich den Powerhauer vielleicht gar nicht. Ja, komm, ich lass erstmal so. Ist ja scheißegal, den einen Ordenpunkt. Ich guck mal bei dir nochmal kurz rein. Hast du was Geiles? Nö? Gut. Ja, den Orden Kampfrausch, das ist, Ist das der OP-Orden? Der bei 5 KP, den Angriff drastisch erhöht. Der ist OP, wenn man den stackt. Also, das ist auch schon, ist auch eine bekannte Strat, die man als Speedrun und so macht. Das werde ich nicht machen, das ist lame. Kampffood ist der schwache Orden, glaube ich. Ja, das ist... Ah, nee, das ist der. Genau, Kampffood ist der Orden. Genau, wenn auf 5, KP auf 5 sinken, steigt der Angriff um 2. Und die kannst halt irgendwo, kannst du die unendlich farmen. Ich glaube auch im Casino oder so. Oder halt beim Händler oder so. Und dann kannst du halt einfach 1000 von denen anlegen. Die sind billig, die kosten 1 oder so. Und dann droppst du dich halt auf 5 KP vorher, vor dem Fight, vor dem Endboss oder so. Und dann one-hittest du ihn halt einfach. Ja. Nee, braucht man nicht. So, hier sind alles Sprünge. Nee. Achso, hab ich nicht, warte. Den könnte ich anlegen. Habe ich hier nicht was gekauft mal? So, den... Wo ist der? Ja, Novizenmünze. Das Action-Kommando wird einfach auszuführen. Das könnte ich machen. Ja, legen wir das an. Kriegen weniger Sternenergie, aber vielleicht können wir so ein bisschen besser kontern. Das wäre ganz geil. Noch besser wäre, wenn wir nochmal eine von den Orden hätten. Aber ja. So, was wollte ich jetzt machen? ich gucke nochmal auf meine Liste. Ach ja, wir haben... Ich habe noch was gesehen. Moment, wo ist das nochmal? In der Tasche, ne? Ne, warte, die Mailbox. Doch, hier, Mail Receiver. Hier ist er. So, und zwar, ich habe hier noch eine Mail bekommen. Ich dachte erst von Totskova, okay, ja, yeah, wow. Aber ne, es ist von Totskov. Ja, da fehlt ein A. Das ist vom dunklen Toaster. Und die Mail gab es im Original nicht. Ich habe extra nicht weitergelesen. Gucken wir das gemeinsam mal an. Hallo Mario, ich bin Totskov, der kleine Bruder von Totskov, der erste Champion. Erinnerst du dich? Danke für deine Hilfe. Ich weiß immer noch nicht, was genau passiert ist, aber ja, Schwesterchen, glimpflich. Ja, okay, vielleicht hast du es schon gehört, aber ich trainiere derzeit eisenhart für mein großes Comeback in der Arena. Jetzt ist die Zeit gekommen, dass der dunkle Toaster wieder in den Ring steigt. Ja, Mann. Let's go. Damit du hautnah dabei sein kannst, hat Schwesterchen für uns beide, also den alten und den neuen Champion, also den alten und den neuen Champion, extra einen Freundschaftskampf angeleiert. Aha. Wenn du ebenso heiß drauf bist wie ich, erwarte ich dich in der Arena. Bin ich sicher, ob du mich schon mal kämpfen sahst, aber ich bin doch besser in Form als je zuvor. Nur erfahren wir Bombolici ab in die Arena. Also, wir können jetzt den dunklen Toaster herausfordern in der Arena. Habe ich das richtig verstanden? Okay. Den konnte man im Original nicht kämpfen. Gegen den konnte man im Original nicht kämpfen. Also wenn wir es definitiv auch machen, weiß nicht, ob ich das jetzt machen will. Aber es kommt auf meine Liste. aber es ist ganz cool, weil... Ja, man weiß halt nicht, wie der kämpft, ne? Der soll Champion sein, aber ist ein kleiner Lauch, ne? ist ganz cool, wenn man gegen den mal kämpfen kann. Vielleicht hat er ja was drauf. So, wir sollen die Leute am Hafen fragen, aber wir sehen ja schon, hier ist ein riesiges Schiff. Ich glaube, das könnte ein guter Ort sein, um nachzufragen.
Was sollen wir überhaupt nachfragen? Irgendwas sollten wir am Hafen nachfragen. Irgendwas über die Insel oder so, ne? Hey, Mr. Schnauzbart, wenn du irgendwelche Fragen hast. Ja, was ist? Ich kann es dir erklären. Ja, perfekt. Dieser Corsaria? Also, darüber rede ich nicht. Ich will nicht vom Piratenkönig verflucht werden. Ja, danke. Dann sag so wie du willst, aber das Leben wird davon nicht leichter. Gibt es denn kein Mittel, um ruckzuck zum großen Reichtum zu gelangen? Muss nur in die Gruppe kommen. Diese Corsaria, diese Insel ist verflucht. Du solltest besser nicht dorthin fahren. Ja, mein Gott. Kann mir irgendjemand was Sinnvolles sagen? Die Isla Corsaria, das ist sehr gefährlich. Erst vor kurzem ist dein Chef dort hinaufgebrochen, um den Schatz zu suchen. Ist nicht zurückgekommen. Bestimmt wurde er zum Fluch des Piratenkönigs getroffen. Isla Corsaria, ist das nicht die Insel, auf der Schatz des Piratenkönigs Cortes verborgen ist? So ein Schatz wäre toll, aber Piratenkönig verhängt einen Fluch über alle. Sie hat was erschnüffelt, aber das können wir eh noch nicht holen. Ist der Bre eigentlich noch da? Ne, der ist abgehauen mit meinem Geld, ne? Arschloch. Ne, der kommt ja noch wieder. Ich glaube vielleicht sogar nach diesem Kapitel sogar, oder? Oder nach dem nächsten? Hm. Ja. Wir müssen tatsächlich nicht an den Hafen, sondern... Wir müssen den nervigen Brasser, den wir jetzt schon die ganze Zeit im Auge hatten. Der redet auch von Augen und von Schädel. Den will ich dir gleich aufspalten. Auf zu singen. Was wollt ihr? Wer ich bin? Mein Name ist Corsario. Ich bin Händler und damit der reichste Mann hier. Geld macht mich frei und frei zu sein macht glücklich. Aber eins frage ich mich doch immer und immer wieder. Warum fühle ich nur immer diese Leere, obwohl mein Leben so unbeschwert ist? Es ist wirklich schrecklich. Sag mir, was denkst du, was mir fehlt? Moneten. Monet? Warum soll ich renovieren, wenn ich nie zu Hause bin, was? Oh nein, das sind Tapeten! Bruder, als Gummidier? Die habe ich mehr als genug, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie reich ich bin. Oh, das kann es also nicht sein. Dann drück doch was ab. Du hast eine richtig lange Nase, by the way. Übrigens, ich habe neulich von diesem Schatz des Piratenkönigs Cortes gehört. Also doch mehr Geld, ne? Das ist es. Ja, ich wusste es. Das wäre vielleicht was, so einen Piratenschatz zu suchen. Besser als jede gefühlvolle Romanze oder was auch immer. Ich meine, scheiß auf Frauen. Hast du davon gehört? Dieser Schatz soll auf der Isla Corsaria schlummern. Plötzlich die Musik, Alter. Hey, hey. Plötzlich flucht der Karibik hier am Start. Es wird gemunkelt, der Piratenkönig Cortes hätte ihn einst dort versteckt. Zahlreiche wackere Männer sind aufgebrochen, um den Schatz zu finden. Aber kein einziger von ihnen ist jemals zurückgekehrt. Der Rachegeist des Piratenkönigs greift angeblich jeden an, der sich der Insel nähert. Seitdem dieses Gerücht umgeht, wagt es niemand mehr, dorthin zu fahren. Ja, let's go. Aber ich bin überzeugt, dass dieser Schatz existiert. Und ich werde es beweisen. Nicht umsonst habe ich, der große Corsario, alle sieben Meere bereist. Ah? Was, ihr sucht einen legendären Schatz hier in Rohlingen? Was für ein Unsinn, also zu einem mickrigen Gorg gibt es doch keinen Schatz. Lasst euch doch nicht so einen Bären aufbinden. Wie kann man nur so naiv sein? Was, ihr habt sogar eine Schatzkarte? Zeigt doch mal her, na los, macht schon. So, auf diese Karte ist ja die Isla Corsaria getragen. Meins. Ihr habt doch nicht die Absicht, mir meinen Schatz zu klauen. Ja, irgendwie schon, doch. Was, ihr wollt doch nur nach einem Sternjuwel suchen? Wer zu ihr sagte, war die Rede von einem Sternjuwel. Wahrscheinlich kann man es für einen Haufen Geld verkaufen, oder? Na egal, auf jeden Fall brauche ich ein neues Abenteuer. Was meint ihr dazu? Mir scheint, das Schicksal hat uns zusammengeführt. Wollen wir nicht gemeinsam zu Isla Corsaria aufbrechen? Dieses Sternjuwel könnt ihr ruhig haben, aber der Rest gehört mir. Ja, du hast es nötig. Ihr habt kein Schiff, um auf die Insel zu fahren? Was denkt ihr eigentlich, wenn ihr euch vor euch habt? Selbstverständlich werde ich euch ein Schiff besorgen. Und zwar ein prächtiges. Ja, da steht schon eins im Hafen. Also, wir können auch das nehmen. Achso gut, wir haben noch einiges vorzubereiten. Ich bin auf jeden Fall der Anführer. Du, der Captain. Ist das nicht dasselbe? Also, der Anführer und der Captain.
Was ist der Anführer auf einem Schiff? Es ist doch der Captain. Jo! Die Musik, die geht ab, die geht steil. Du kommst am besten gleich runter zum Hafen. Da war ich doch, Mann! Geiles Katzenbild hier übrigens. Wer hat das gezeichnet? Kinderarbeit, ich rieche es. Moin, hier bin ich. Ja, Nagrini, du musst draußen bleiben. Gut, dann halt nicht. Ja, wer ist er hier eigentlich? Also... Hallo, Schiff, ahoi. Moment. Diesen Typen nennen alle nur Vierauge. Er soll uns auch nach Corsaria begleiten. Aber er kommt mir irgendwie bekannt vor, oder? Oder bilde ich mir das nur ein? Ja, ich weiß nicht, Nagrine, Gumrina. Ach gut, dass du da bist. Es gibt da noch ein kleines Problem. Aber schau dir erstmal dieses Schiff an. Ein wahres Prachtstück, was? Das ist die Corsa. Unter all meinen Schiffen ist sie das Kostbarste. Der Anblick ihrer majestätischen Gestalt rührt mich immer wieder. Und vergleichlich, diese elegant geschwungenen Linien und wisst ihr, ja, fick doch einfach das Schiff, ganz ehrlich, komm. Nee, fick nicht das Schiff. Genau, Mario. Bitte. Was, ihr wollt wissen, wo das Problem liegt? Ach ja, das hätte ich beinahe vergessen. Wir haben keinen Steuermann. Er ist davon gelaufen. Jetzt. Ich glaub's nicht. Was ist mit dem Controller los? Ich hab den doch aufgeladen. Der Steuermann gehört zu den wichtigsten Personen an Bord eines Schiffes. Und die umgebende Isla Corsaria ist ein gefährliches Terrain. Ohne einen tüchtigen Steuermann sind unsere Chancen gleich null. Oh, verehrter Corsario. Wenn dieses Problem ist, hätte ich eventuell eine Idee. Was gibt es, Big Omp? Los, sag schon. Den heutigen soll ich ein legendärer Seemann leben. Sein Name ist Bart Omp. Da lebe ich ein Grießkrieger alter Counts. Aber es soll niemanden geben, der geschickt mit dem Steuer umgehen kann als er. In letzter Zeit hat er sich allerdings scheinbar von der Seefahrt zurückgezogen. Na gut, dann müssen wir wohl nur diesen Bart Omp finden und für unser Vorhaben gewinnen. Ja, wer macht das wohl? Captain Mario. Irgendwelche Einwände? Nein, gut, verpiss dich. Will ich alle umbringen. Mario, du wirst uns umgehen, diesen Bart Omp herbringen. Gut. Aber ich glaube, vorher werde ich nochmal meinen Controller aufladen müssen, oder? Dann mache ich mal einen Schnitt, ne? So. Mal gucken, ob wir die Aufnahmesession ohne weitere Unterbrüche beenden können. Naja, was muss man gerade tun? Ich soll den Bart Omp finden. Naja, wollen wir doch mal gucken. Moin Meister. Weißt du, wo der ist? Bart Omp. Ist das nicht der Alte, der direkt neben mir wohnt? Von dir aus gesehen rechts. Von mir aus gesehen rechts? Da ist die Tür. Er war mal ein sehr berühmter Seemann. Okay. Ja, gucken wir mal rein. Das ist abgeschlossen. Ich sag leider nichts zur Tür. Okay. Ja, der Chef, den hab ich schon. Ja, ja, ist alles cool. Ja. Wie wir hier reinkommen. Man sieht es vielleicht hier schon. Ich meine, nicht die Kiste da unten, sondern was anderes. Ja, der gewiefte Fuchs hat das vielleicht gesehen. Gehen wir erstmal mit Yoshi. Hier waren wir bereits. Hier nochmal rüber. Und auf die Dächer nochmal. Den hier, aber echt, den Steinsplitter haben wir schon, naja. Hier haben wir nämlich einen schicken Kamin, das ist das einzige aus dem Kamin. Alle anderen, naja, die kriegen halt eine Luftvergiftung oder so. Nehmen wir einfach das, Rauchvergiftung, keine Ahnung. Da können wir rein. Oh, sorry, hohoho, meine ich natürlich. Hier, ich habe ein Geschenk. Für dich. Was wollt ihr?
Ich muss nur eine Stimme. Eine Stimme rausfinden für den. Tschüss. Uff, die Tür ist zu. Ach, scheiße. Jetzt sind wir mit ihm eingesperrt. Oh Mann. Der hat hier seine Äxte über der Tür. Ich glaube, wir sind im falschen Haus hier. Aber richtig schön eingerichtet auf jeden Fall. Eine Glühbirne und zwei Äxte. Dann gehen wir mal hier rein. Schönes Schlafzimmer. Eine Insigne nehme ich mit. Ein bisschen Clown. Was haben wir denn hier Schönes? Sind das Pizzakartons hier oder was? Was ist das? Da ist irgendein Pixelart auf dieser Box da oben. Keine Ahnung, was das ist. Ah, das war's auch schon. Na gut, dann reden wir mal mit dem Kerl. Ich will die Nagerine mal jetzt mal wieder vorne haben. So. Der Seemann-Bart-Omp. Nie gehört. Versucht es woanders. Leugnen ist zwecklos. Wir wissen ganz sicher, dass du es bist. So ist es also. Was wollt ihr von mir? Aha! Spaghetti Carbonara. Ich soll Steuermann auf eurem Schiff werden? Tut mir leid, versucht es woanders. Ich betrete kein Schiff mehr. Du kannst unsere Bitte nicht einfach so ablehnen. Doch, kann er schon. Wir haben niemanden außer dir, der uns zu Isla Corsaria bringen könnte. Ich habe Nein gesagt, dabei bleibt es. Also los, verschwindet! Okay. Und nun, Mario? Der scheint fest entschlossen zu sein, nicht mitzukommen. Aber warum fährt er wohl nicht mehr zu See? Vielleicht kann uns ja das irgendjemand erklären. Ja, ich meine, ich würde sagen, wir haben auch Waffen. Er hat zwar seine Äxte, aber wir haben einen Hammer. Verdammt, der ist gut. Na okay, wir fragen rum. Frankly. Ne, wie heißt du nochmal? Gumbart. Warum Bartom nicht mehr zu See fährt? So genau kenne ich ihn nun auch nicht wieder. Aber Meister Bien. Oder Bien. Keine Ahnung, Französisch oder so, ne? Er weiß bestimmt etwas mehr darüber. Und wer ist das? Gut, ja. Also, Meister Bien. Gut. Jetzt wissen wir es ja, ne? Jo, bist du Meister Bien? Nee? Tolle Forscher, genau. Ja, weil er immer auch alles genau... Sorry. Perfekt erklärt und so alles. Also, danke dir, Professor. Meister Bien. Zum Glück weiß ich, wer das ist. It's a Luigi. Nein, es ist der komische Bodenkopf. Ein schön schnelles Hasse. Bardomann ist abgelehnt, mit auf euer Schiff zu kommen. Und ihr wollt ihn wirklich dazu bewegen, wieder zu See zu fahren. Zu Isla Corsaria wollt ihr also. Das Meer dort ist tatsächlich schwierig zu befahren. Bardomann wäre da perfekt. Tja, Pech für euch. Also dieser Bartomp, der hat gerade eine ziemlich schwere Zeit durchgemacht. Soll ich dir was darüber erzählen? Ja, gut, dann halt. Na dann hört gut zu. Jetzt kommt die Musik hier. Bartomp hat eine wunderschöne Frau. Scarlett war ihr Name. Die beiden haben sich wirklich sehr geliebt. Doch dann sind sie gestorben, Ende. Also sie, er lebt ja noch, also, naja. Aber Seemann war Bardom oft sehr lange Zeit nicht zu Hause. Ohne je darüber zu klagen, hat Scarlett immer geduldig auf ihn gewartet. Und Bardom hat auf all seinen Reisen nie eine andere Frau auch nur angesehen. Respekt. Aber dann... Also, es war in einem sehr kalten Winter. Scarlett wurde von einer schlimmen Krankheit heimgesucht. Fieber. Zu dieser Zeit befand sich Bardom auf einer sehr langen Seereise.
Als er endlich nach Hause kam, war es bereits zu spät. Er gab sich selbst die Schuld an ihrem Tod. Er dachte, er habe seine Frau im Krankenbett nicht pflegen können. Eben weil er als Seemann immer unterwegs war. Digga, geh doch einfach zu einem Arzt. I mean... Hä? Und seitdem hat er nie wieder ein Schiff betreten. Hm. Wie schrecklich. Und das ist also der Grund. Wollt ihr ihm immer noch überreden? Jetzt, wo ich seine Geschichte... Ja. Ich bin der Protagonist. Ich habe das Privileg, meinen Willen durchsetzen zu können. Ihr seid also fest dazu entschlossen. Dann sollte ich euch das hier geben. Eine Cola. Das muntert ihn auf. Oder ein Abschiedsbrief. Der letzte Brief von Scarlett an Bart Omb. Den scheinbar er geklaut hat und gehortet und... Okay. Kurz bevor sie verschied, schrieb Scarlett diesen Brief an Bart Omb. Den Inhalt kenne ich nicht. Sie sagte, Bart Omb soll diesen Brief bekommen, wenn er sich nach ihrem Tod Vorwürfe macht. Aber als ich sah, wie er verzweifelt versuchte, Scarlett zu vergessen, da konnte ich ihm den Brief einfach nicht geben. Was ein Arsch. Bitte. Da ich nicht den Mut fand, Bart Omb diesen Brief zu geben, tut ihr es für mich. Danke dir, Meister. Der Brief ist bei uns in guten Händen. Gehen wir, Mario. Mhm. Let's go. Moin, Bro. Gut, dann gehen wir mal den Brief. Verdammt, ich hätte ihn noch öffnen sollen. Vielleicht war da Geld drin. Was soll das? Hier schon wieder. Ihr könnt kommen, so oft ihr wollt. Meine Meinung wird sich nicht ändern. Also los, verschwindet. Wo ist das? Ein Brief. An mich? Ich mag die Stimme noch nicht so. Die ist auch so anstrengend. Oh, von Scarlett. Na, vielleicht so besser. Scarlett. Wenn du diese Zeile hier liest, werde ich bereits nicht mehr an deiner Seite sein. Da es hier doch etwas gibt, das mir sehr am Herzen liegt, schreibe ich dir diesen Brief. Ich bin von dir gegangen, während du auf hoher See warst. Du Opfer. Wie ich dich kenne, wirst du dir das ewig vorwerfen. Aber lies weiter. War mein Leben auch kurz? So verdanke ich dir doch alles Glück der Welt. Ich war immer sehr stolz darauf, einen Seefahrer wie dich zum Mann zu haben. Das Meer gehört zu dir, so wie du zum Meer. Und so soll es bleiben. Das Meer gehört zu dir, wie du zum Meer. Entschuldig mich, bitte lass mich einen Moment allein. Nettes Steuerrad. Backsprites. Sorry. Auch ich war sehr glücklich, Scarlett, wie ich dich liebe. Ich hab nicht zugehört. Ihr habt doch noch einen Steuermann gesucht. Zu Isla Corsaria, oder? Yeah. Oh yeah. Na gut, wenn euch mit einem alten Kauz zu mir gedient ist, bin ich dabei. Bart Omb. Kein Küsschen? Nein? Na, hat er sich doch verdient. Das Schiff liegt doch sicher im Hafen vor Anker, oder? Wir sehen uns dann dort. Alles klar. Tschüss. Gut, das war easy. Na gut, dann sehen wir uns im Hafen. Na, da ist er ja. Na, alles fit. Mit dem Bart. Der Duft des Meeres. Fast hätte ich es vergessen. Gut, okay. Ja, ich hab es geregelt. Ich wusste, du würdest es schaffen, den alten Bart Omb zu überreden. Super Mario. Verstehst du? Das war ein Witz. Was du für Super Mario. Es war vollkommen richtig, dich zum Captain zu machen. Die Proviante sind bereit, die Vorbereitungen sind damit abgeschlossen. Das heißt, Schiff klar zum Auslaufen. Einverstanden? Ja. Na gut, bereit zum Auslaufen. Unser Ziel ist die Isla Corsaria. Ahoi!
Let's fucking go! Auf in neue Abenteuer! Hier, Kruzi 1, Digga. Hier, Kruzi 1. Einschleusung erfolgreich. Schwarzer Kruzi eingeschifft. Was? Schwarzer Kruzi hat sich eingeschifft? Nein, ich wiederhole. Schwarzer Kruzi an Bord. Ach so. Kapitel 5. Der Schatz des Piraten. Krasser Titel. Logbuch. XO. Sternmonat. Den Winden. Den Winden trotzend sticht die Korsar in See. Ein gewagtes Unterfangen, nicht für uns erfahrene, mutige Seebären. Und dann sind sie verreckt. Die haben Gockel auf dem Schiff. Okay, ja, dann kriegen ja auch Hunger irgendwann, oder? Ein prächtiger Wind, dazu strahlendes Wetter. Die Kälte des Meeres scheinen unserer Expedition gewogen zu sein. Kuckuck ist da auch noch. Den ganzen Zoo auf dem Schiff. Unsere Reise verläuft ganz nach Plan. Bei unserem gegenwärtigen Tempo werden wir morgen die Insel erreichen. Mit roten Augen startet der Schädel aus Stein, so rot und glänzend wie ein Rubin. Also wenn der Sound aus seinem Mund kommt, glaub, den würde ich über Bord werfen. Bei Rotbart fielen wir dreimal auf den Steiß, Blaubart schlug man viermal. Bom, 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 bom und dann ein lauter Knall. Na. Was für eine Nacht, ich habe doch gleich gesagt, kein Grund zur Unruhe. Die Insel liegt vor uns, ich kann die Schätze fast schon riechen. Ein herrliches Gefühl, wollt ihr Berichte von meinen Heldentaten hören? Natürlich wollt ihr, damals, als ich im Dschungel gegen eine Riesenschlange, Gefahr. Ganz allein. Der schon wieder. Dschungel. Nur ein Corsarius Rubestaten, genau dieselben Geschichten wie gestern, oder? Gemeinsam, Ich kann ja nicht weg, so Zähne zusammenbeißen und einfach reden lassen. Man darf ihn auch nicht unterbrechen, sonst wird Corsarius wieder sauer. Aber, was ist jetzt los? Das Schiff verliert an Fahrt. Hey Chef, tut mir schrecklich leid, dich so zu unterbrechen. Aber sieh ganz so aus, als machen wir keine Fahrt, wir treiben nur noch. Was? Keine Fahrt? Wir treiben? Dann sorgt gefälligst dafür, dass wir wieder Fahrt aufnehmen, ihr Landratten. Am Schiff selbst liegt's nicht. Und ich bin auch noch nicht abgetakelt, dass ich sowas übersehen würde. Ei, ei, dann ab in den Mastkorb. Ich kläre die Lage. Der ist doch hochgeklettert, ohne Hände. Moini. Hi, hi, Land in Sicht, aber kein Lüftchen. Etwa noch. Moini. Schnauze, ich arbeite hier. Was soll das? Guark. Ruhe, Disziplin, was für ein DDM, was für ein Geigei. Mein. Oh. Geiles Gesicht vom Toad übrigens. Das ist der Pipi, der Piratenkönig. Es gibt ihn also wirklich. Was machen wir jetzt? Die
keine Panik, das sind doch nur optische Täuschungen. Lolo, los, setz diese Segel. Ja, gib mir noch ein paar. Ja, kriegen wir hin. Bist du der Pipi, der Piratenkönig? Ui. Alle mal auf ihr Posten und bleibt ganz ruhig. Ganz ruhig, ruhig. Und immer den Befehl des Captain gehorchen, klar. Das bin ich. Ups. Nein, Bartomp. Bleib ganz ruhig und... Das ist übrigens neu, die Sequenz. Killt einen nach dem anderen. Geil. Captain Bartomp, wie evakuieren. Alle mal vom Port los zur Insel, jeder für sich. Wir treffen uns dort. Boah. O7 in den Chat. Sagt man, glaube ich, an der Stelle. Logbuch. Wir sind auf dieser Insel gestrandet. Glück im Unglück, wir sind auf der Isla Corsaria am Ziel unserer Reise. Aber wir haben nun drei Vermisste, darunter auch Steuermann Bartomp. Was soll über uns werden? Die Lage erscheint aussichtslos. Logbuch. Unsere Lage hat sich ein wenig gebessert. Die Flut hat einen Teil unseres Proviants an den Strand gespült. Salzigen Käse, salzige Kartoffeln, salziges Brot. Geil, noch ein Stück Käse drauf und geile Stulle. Vieles davon konnten wir einsammeln. Für eine Weile scheint das Überleben sicher. Logbuch. Wir wollen eine Hütte für unsere Vorräte bauen. Damit wird zumindest der Proviant vor Sturm und Regen geschützt. Bartomp und die anderen bleiben weiterhin verschollen. Aber noch hoffen wir, dass sie es irgendwie geschafft haben und auf der Insel sind. Logbuch. Seit 3 Tagen auf der Insel. Die Hütte ist fertig. Wir richten uns ein, in der Hoffnung, bald wieder nach Rohlingen zurückzukehren. Dick, ihr seid erst noch angekommen, Mensch. Genieß doch hier schön Malle-Urlaub. Gucke mal. Ei. Ui. Hey, Captain Schnauzbart. Unsere kleine Hütte ist fertig. Klar zur Besichtigung. Oh je. Und da wären wir. Auch schön ruhig hier. Auch keine Musik. Und hier ist nämlich... irgendwas im Boden, oder? Oder hier hinter? Moment, wo ist jetzt? Ah, hier ist es. Ja, hier gibt es aber noch ein bisschen was. Und zwar nichts Verstecktes, aber hier gibt es, glaube ich, noch einen kleinen süßen Kollegen. Ja, gucke mal. Wacka, ich bin Wacka. Prima Wetter heute. Findet ihr den nicht auch? Dieses Wetter öffnet einem doch immer wieder das Herz. Findet ihr den nicht auch? So ein happy kleine Wurst. Ist doch schön, Gumbrina. Erzähl doch mal. Das ist ein Wacker. Wackers sind so selten, dass man fast nie eins zu sehen bekommt. Wenn du ein Wacker mit dem Hammer schlägst, erhältst du Wackers Kick. Bei Gourmets kannst du dafür gute Preise erzielen. Aber so eine wehrlose Kreatur zu schlagen, das würdest du doch niemals tun, Mario, oder? Ja, ich weiß nicht, also, das Wetter ist so schön und... Wacker Volltreffer! Ja, das Ding kickt wirklich. 25 KP, 25 BP. Ist übelst das OP-Item. Und das kann man auch farmen. Man muss nur die Szene einmal wechseln, wieder zurückkommen. Irgendwann spawnt er nicht mehr. Also, man kann es nicht unendlich farmen, aber ich glaube so... Bestimmt so 8 Stück oder so kann man sich von denen erfahren. Das ist übelst OP. Ja, und das wäre jetzt hier auf dem Inselabschnitt. Dann gehen wir mal gucken. So, also jetzt wäre wieder Respawn, der Wacker. Captain, schnell, Corsarium, pick up. Die beiden sind schnell. Die sind schnell? Hast du etwa Angst vor den Geistern auf der Insel? Du bist doch sonst so furchtlos.
Was? Was redest du da? Du hast doch selbst die Hosen voll. Schlickrutscher. Okay, gibt's hier fettes Beleidigungsbattle? Moment mal, hast du etwas von vollen Hosen gesagt, Matrose? Ganz genau, und ich sage es so oft, ich will Hosen voll, Hosen voll, Hosen voll. Oder nicht, jetzt bist du dran. Oh, wütend. Dir werde ich zeigen, was eine kurze Lunte ist. Hat er sich gerade selbst gedisst? Dass er eine kurze... Naja, da sind sie. Die Kick-Appen, die Geister sind wieder rausgekommen. Spooky. Mama, das ist ein Befehl, verjagt diese Dinger. Ich? Alles klar. Die kennen wir ja schon. Glaube ich, oder? Nee, die kennen wir noch nicht. Aber die sehen halt ähnlich aus wie die vom Duellkerker, ne? Nur die sind blau. Gubrina. Hat jemand angesprayt oder so? Das ist die kalte Glut. Die kalte Glut ist ein zorniges blaues Irrlicht. Max KB 8, Angriff 3. Auch die kalte Glut ist ein Flammengegner. Du solltest sie nicht direkt berühren. Und wenn du sie mit Feuer angreifst, wird etwas Schreckliches passieren. Ja, das kennen wir ja. Angriffe mit Wasser, Eis oder Explosion sind da erfolgversprechender. Moment. Die sagt jetzt hier Angriffe mit Wasser. Gibt es überhaupt irgendeinen Wasserangriff? Nee, oder? Es gibt keinen einzigen Wasserangriff. Warum erwähnt sie Wasser? Ach, die Stage könnte manchmal Wasser herunterfließen lassen. Vielleicht macht das Aua. Natürlich solltest du auch deine eigene Verteidigung nicht vernachlässigen. Sonst könnte es sein, dass du dir schnell Feuer anfängst. Ja, ja, ja. Alles klar, alles klar. So, das Ding ist... Oh, unser Power kostet 6 BP. Scheiße, Mann. Und ich glaube, da müssen wir einen weniger nehmen. Aber ich würde gern gucken, wie viel Schaden das macht. Das können wir vielleicht so für einen Bossfight oder so anmachen. Aber ja, let's go. Wir gucken mal, wie viel Schaden jetzt ein Power Hour macht. Für 6 BP. Um 2 reduziert, also 8 BP. Okay, dann steigt die Kosten um 3, steigen sie. 10? Das ist in Ordnung. 10 Damage, aber ja, gut für 6 BP, aber... Weiß ich nicht, für 6 BP 10 Schaden gerechtfertigt sind. Also wir werden die auf jeden Fall wieder ablegen, weil es gibt ja tatsächlich sogar einen besseren Orden. Wen nehmen wir hier? Das Ding ist leider, Nagerin und Barbara, die ich jetzt gerne einsetzen würde, können leider nicht, weil die Gegner berühren. Das heißt, wir müssen leider mal wieder auf Kupier ausweichen. Wie viel Schaden mache ich normal? 4. Moment, plus 6 Schaden? Was haben wir? Achso, ja, klar, wir haben dreimal den Orden. Klar. Uff, geblockt. Das sehe ich auch ein bisschen dank unseres Ordens, den wir angelegt haben, der das Kommando einfacher macht. So kann ich? Nee, ich kann leider nicht. Ne? Dann schlagen wir dich nochmal. So, theoretisch... Moment, wenn wir einen Orden ablegen... Dann könnten wir die one-hitten, tatsächlich. Ja, ich mach das mal mit Mario, der regelt das. Oh yeah! Ja, zum Glück geben die auch noch Sternis. Gut gemacht, Captain. Noch sind wir nicht sicher. Da treiben sie sicher noch mehr auf der Insel herum. Aber einer von uns muss diese Insel genau erforschen. Ich als Befehlshaber muss natürlich hier bleiben. Natürlich, Mario, du wirst diese Insel für uns erforschen, oder? Ja, ist okay. Ich wusste es, Mario, du bist eben ein Superheld. Also dann, viel Erfolg. Na, tschüss, Digga. Oh.